letzte Referat hält, wie erwähnt, Dietmar Adam von der CSI Consulting mit dem Titel Fallstricke bei der Definition und Bewertung von Qualitätskriterien. Dietmar Adam hat die Feststellung gemacht, dass bei gewissen Evaluationsteams der Eindruck entsteht, dass das Evaluationsergebnis vor allem vom Preiskriterium beeinflusst ist, vom streng mathematisch bewerteten Preiskriterium, und dass die anderen Zuschlagskriterien eine weniger wichtige Rolle spielen und weniger ausschlaggebend sind. Damit so eine Situation vermieden werden kann und auch weitere Erfolgsfaktoren bei der Bewertung und der Formulierung und auch der Gewichtung der Zuschlagskriterien, das ist der Inhalt des folgenden Referats. Ja, vielen Dank, Andrea, für die Einleitung. Willkommen zum dritten Vortrag der Fachsession heute. Ich würde einleiten, vielleicht den Ball aufgreifen aus dem ersten Vortrag, die zwei Perspektiven, Beschafferin und die Anbieterin, und möchte vielleicht starten mit einer kurzen Umfrage, wer im Publikum welche Perspektive primär im Alltag einnimmt. So kann ich vielleicht den Vortrag noch etwas schärfen und hier das Publikum auch bestmöglich eben abholen. Insofern vielleicht starten wir mit der Anbieterin. Wer nimmt im Publikum primär die Perspektive der Anbieterin oder ist primär eine Anbieterin im Berufsalltag? Das ist der etwas kleinere Teil, aber relevantere Teil, sage ich mal. Vielleicht Gegenfrage als Check: Wer nimmt primär die Perspektive der Ausschreibungsstelle, der Auftraggeberin ein? Also das ist gerade der größere Teil, auch wichtig, sag's mal so. Gut. Ja, starten wir rein in den Vortrag. Thema sind Fallstricke eben in der Evaluation und Ausschreibung mit Fokus auf die Qualitätskriterien. Und ich möchte starten mit einem anschaulichen Beispiel, wo wir immer wieder feststellen, im Zuge unserer Erfahrung als unterstützender Dienstleister für ausschreibende Stellen, dass sich Evaluationsteams schwer tun in der Bewertung und auch eine gewisse Frustration mitunter erleben, wenn ihr Spielraum limitiert ist oder eingeschränkt ist und das Gefühl einfach auftritt, die Qualitätskriterien sind nicht ausreichend, der Einfluss ist zu gering der Qualitätskriterien. Das ist mal der Start, dass hier eine gewisse Verzerrung festgestellt wird. Des Weiteren, nächster Punkt, möchte ich gerne die bekannten Fallstricke vorstellen, die wir als Berater, die unsere Kunden hier sehen, in der Praxis, in der Ausschreibungspraxis. Das bezieht sich auf die Definition der Beschaffung. Das geht dann über in die Offerterstellung. Das ist dann primär die Perspektive, die Anbieterin hier entsprechend einnimmt. Und schließlich dann die dritte Phase, sage ich mal, die Evaluation und den Vertragsabschluss wiederum primär aus der Sicht der ausschreibenden Stelle. Und als dritten Punkt möchte ich die Lösungsansätze ausführen, die wir hier sehen in diesem Bereich, die Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben, und schließlich die Wege aufzeigen zu einer konsistenten Qualitätsbewertung und eben auch einer differenzierenden Qualitätsbewertung, die nicht primär den Preis hier einbezieht, also ganz im Sinne des neuen Beschaffungsrechts in der Schweiz. Ja, wie sieht so ein Beispiel aus, wo hier eine gewisse Verzerrung mitunter zu erkennen ist? Wir haben hier drei exemplarische Anbieter mal dargestellt, einen preisgünstigen Anbieter, einen Anbieter, der hier Preis und Qualität hier in einem sehr, sehr balancierten Verhältnis in seiner Offerte aufnimmt, und schließlich einen Qualitätsanbieter, der ja tendenziell eher höherpreisig unterwegs ist. Und wir haben hier eine Preisgewichtung, eine durchschnittliche Preisgewichtung von 50%. Natürlich ist das je nach Beschaffungsgegenstand
anders zu gewichten, angesetzt und entsprechend auch Lösungskonzept und Usability hier mit 30% und 20% gewichtet in diesem Praxisbeispiel. Wir führen die Evaluation durch und bewerten die Offerte. Beim Preis haben wir natürlich anhand des gewählten Verfahrens hier eine Ausschöpfung des Bewertungsbereichs von 100%. Wir haben einen günstigsten Anbieter und wir haben einen teuersten Anbieter. Beim Lösungskonzept sieht es etwas anders aus. Wir vergeben hier exemplarisch 100 Punkte für den günstigsten Anbieter, 260 Punkte für den Qualitätsanbieter und haben hier im Effekt eine Ausschöpfung des Bewertungsbereichs von 53%. Also eine typische Ausschöpfung, wie sie immer wieder auftritt. Bei der Usability ist das Spektrum zwischen 100 Punkten und 180 Punkten im Effekt eine Ausschöpfung von 40% des Bewertungsbereichs. Auf den ersten Blick ist das ein gutes Ergebnis, ein Ergebnis, was uns nicht stört. Auch die, dass jetzt in dem Fall der preisgünstigste Anbieter auf Rang 1 ist, durchaus im Sinne des Beschaffungsrechts, auch im Sinne des Evaluationsteams, im Sinne der Beschaffungsstelle. Auf den zweiten Blick sehen wir hier doch tauchen ein paar Fragezeichen auf im Evaluationsteam bei den Beschaffungsexperten. Und diese Fragezeichen möchte ich kurz ausführen. Und zwar sehen wir hier, dass im Effekt die Preisgewichtung aufgrund der unterschiedlichen Ausschöpfung der Qualitätskriterien auf immerhin 68% ansteigt. Also eine effektive Gewichtung von 68% statt der definierten Gewichtung von 50%. Im Gegenzug sehen wir, dass die Qualitätsgewichtung hier um 18% natürlich mathematisch korrekt absinkt, beim Lösungskonzeption von 30 auf 21% und bei der Usability von 20 auf 11%, in Summe eben um 18% verringert. Wir sehen, dass die Gewichtung hier erheblich verzerrt ist, mathematisch korrekt, aber eben potenziell unfair ist. Ja. Die Preisgewichtung erhält ein sehr viel höheres Gewicht und entsprechend ist natürlich die Offerte des preisbewussten, des preisorientierten Anbieters hier im Vorteil. Und das ist eben nur ein Beispiel, wie jetzt die Beschaffungspraxis eben aussehen kann, dass hier potenziell eben Anbieter oder Offerten auf einem Rang 1 platziert sind, die vielleicht bei einer anderen Praxis, bei einer anderen Vorgehensweise eben auf einer anderen Platzierung landen würden. Das kann ein Effekt sein. Ein anderer Effekt kann natürlich sein, dass der Vertragsabschluss sich hier als schwierig darstellt, dass man vielleicht sogar nicht zu einem Vertragsabschluss kommt, trotz Zuschlag, trotz korrekt durchgeführten Beschaffungsprozess. Oder dass natürlich, jeder kennt das eine oder andere Beispiel, in der Projektrealisierung hier ein Stillstand, ein Abbruch auch vorgenommen werden muss, weil eben hier möglicherweise eben nicht die Qualität ausreichend zum Zuge kommt in der Evaluation und in der Bewertung. Also das nur als Motivation zum Vortrag. Und damit komme ich hier bereits zum eigentlichen Inhalt. Ich möchte nun die Fallstricke Phase für Phase hier aufzeigen, die wir sehen, die unsere Kunden sehen im Ausschreibungsprozess und wie gesagt dann nachfolgend auch Lösungsansätze hier darstellen. Ein Fallstrick ist vor allem in Projekten, die sehr fachorientiert geführt werden, dass zu viele Qualitätskriterien aufgelistet werden, definiert werden. Und hier in der Praxis im weiteren Verlauf sich eine gewisse Durchschnittsproblematik ergibt, indem hier über die diversen Qualitätskriterien hinweg in der Bewertung durchschnittliche Größen hier herangezogen werden und entsprechend eben auch, wie einführend dargestellt,
das Spektrum, das Benotungsspektrum hier nicht ausgeschöpft wird. Im Effekt eine Übergewichtung des Preises, das hatte ich jetzt einführend schon dargestellt. Weiterer Fallstrick, dass das herangezogene Bewertungssystem überkomplex ist, für die Praxis nicht sinnvoll anwendbar ist oder gar mangelhaft ist. Wir sehen im weiteren Vortrag noch ein Bewertungssystem, das sich für unsere Zwecke, für unsere Anwendung hier als sehr praktikabel, pragmatisch erwiesen hat. Das werden wir im weiteren Verlauf noch uns ansehen. Und als letzter Punkt hier dargestellt, ja, natürlich wie immer eine Challenge, die Auswahl und Definition relevanter Qualitätskriterien, die auf den Beschaffungsgegenstand hier optimal auch passen und entsprechend auch in der Gewichtung natürlich ja, eine ausreichende Passung haben, natürlich auf den Preis bezogen, aber auch auf die Qualitätskriterien selber bezogen. Das bezieht sich auf die erste Phase, auf die Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen. In der Phase der Angebotserstellung sehen wir hier, dass bei einer ja, unsauberen Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen potenzielle, in Anführungszeichen, unnötige Rückfragen der Anbieterin auftreten. Unnötig ist dann die Sicht der Beschaffungsstelle. Das sehen Anbieter natürlich anders, klar. Sie würden keine unnötigen Fragen stellen, aber der Punkt hier ist, wenn die Ausschreibungsunterlagen sauber erarbeitet sind, auch die Qualitätskriterien hier sauber definiert sind, gibt es hier entsprechend weniger Rückfragebedarf durch die Anbieterin. Hier ist Fragerunde im Singular dargestellt. Das können natürlich auch mehrere Fragerunden sein. Den Input haben wir entsprechend gehört im vorgehenden Vortrag. Nächste Punkte, die das Qualitätsdesign der Anbieterin respektiv die Preisgestaltung ist eben aufgrund dieser Verzerrung, die ich einleitend dargestellt habe, natürlich schwierig. Ja, wenn wir hier sehen, dass die im Effekt, dass bis zu 20%, teilweise auch über 20% Unterschied sein kann, wird sich eine Anbieterin schwer tun, ja, die Ressourcen, die Lieferungen so zu gestalten, dass hier ja, genau der Preisrahmen, der optimale Preisrahmen aufgenommen wird, respektive der optimale Qualitätsrahmen aufgegriffen wird, wie er für eine bestmögliche Offerte hier sinnvoll ist. Und damit komme ich zur dritten Phase im Beschaffungsprozess, zur Evaluation und zum Vertragsabschluss. Wir sehen eben, dass der Spielraum der Bewertungsskala häufig nicht ausgeschöpft wird. Wir sehen häufig, dass das Evaluationsteam nicht ausreichend geführt wird. Das bezieht sich insbesondere hier auf die Angebotsbewertungen und im Effekt, dass die Benotung oder die Bewertung der Kriterien häufig ja, sehr nah beieinander liegen. Also sprich, die Differenzierung der Angebote hier nur ungenügend erfolgt. Es gibt im weiteren Verlauf immer wieder Diskussionen im Zuge des Vertragsabschlusses, weil eben die Qualitätssicht auf den Beschaffungsgegenstand hier abweicht zwischen der Beschaffungsstelle und dem Anbieter. Dass beispielsweise ja, ein sehr preisorientierter Anbieter hier eine andere Sicht entwickelt als eine ja, Beschaffungsstelle, die hier doch eine höhere Qualitätsvorstellung initial und auch weitergehend sieht. Und als letzten Punkt, als letzten Fallstrick aufgeführt, das Thema Debriefing. Ja, ein wichtiger Punkt aus unserer Erfahrung, dass hier wirklich die Anbieter in der Breite auch mit detaillierten Inhalten auch ja, aufgeboten werden und Gespräche auch geführt werden. Nicht zuletzt auch mit dem Ziel, hier Einsprachen eben zu vermeiden, das Risiko an dieser Stelle zu vermindern. Das waren die drei Phasen, die ich hier mit bezüglich Fallstricken darstellen möchte. Und ich komme nun im Weiteren zu den Lösungsansätzen, die wir sehen. Und diese Lösungsansätze sind ja die Chancen, wirklich nutzen bei der Definition der Zuschlagskriterien,
bewusst die Anzahl der Qualitätskriterien begrenzen, um nicht genau in diesen, ja, würde man sagen, Durchschnittseffekt eben hineinzulaufen und hier wirklich eine Auswahl an wirklich differenzierenden, zugeschnittenen Qualitätskriterien eben zu erhalten. Und ich hatte das Beispiel schon genannt, hier von einem sehr technisch getriebenen Projekt, wo hier 20 Qualitätskriterien hier exemplarisch definiert wurden und ja, im Effekt eben hier eine wirklich Offerten eingereicht wurden, die kaum zu differenzieren waren in der Evaluation. Und das ist natürlich nicht Sinn und Idee des Beschaffungsprozesses hier an dieser Stelle. Des Weiteren die Auswahl eines optimalen Bewertungssystems. Ich werde gleich noch ein Bewertungssystem vorstellen, das wir für sehr praktikabel halten. Hier gibt es natürlich ein großes Spektrum an Bewertungssystemen, auch standardisierte Bewertungssysteme je nach ausschreibender Stelle. Hier ist die Challenge, einfach einen pragmatischen Ansatz zu finden, der hier eine Differenzierung eben ermöglicht. Ja, die Berücksichtigung der Evaluationspraxis, das bezieht sich eben auf die Anbieterin genauso wie auf die ausschreibende Stelle. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Evaluationsteams sind häufig zusammengewürfelt, haben teilweise wenig Erfahrung, respektive das Erfahrungsprofil ist sehr unterschiedlich, je nach Zusammensetzung des Evaluationsteams. Und wie gesagt, hier ist die Erfahrung einfach die, dass die Gefahr groß ist, dass hier eine Verzerrung, sage ich mal, der Qualitätskriterien eben stattfindet. Und drum der Appell, eben hier den Bewertungsbereich wirklich auszuschöpfen, um hier eine saubere Differenzierung eben herbeiführen zu können. Und wie sieht so ein differenzierendes Bewertungssystem aus? Ein Beispiel, welches wir sehr gerne heranziehen. Entspricht es nicht dem klassischen Notensystem von Note 1 bis 6, wie das vielleicht der eine oder andere aus der Schule kennt. Wir haben hier ein System entwickelt, welches die Notenskala 0 bis 5 heranzieht. Die durchschnittliche Erfüllung sehen wir hier nicht bei der Note 3, haben sie bewusst tiefer gesetzt, bei der Note 2. Hier, das ist die minimale Erfüllung der Anforderungen aus dem Pflichtenheft, aus den Ausschreibungsunterlagen und haben hier eine größere Spreizung in der Skala von 2 bis 5, also zu einer Note 5 mit sehr guter Erfüllung und haben hier bewusst eben diese Ankernoten 1, 2 und 5 dargestellt hier oben, das ist Bestandteil des Pflichtenhefts mit den Ausschreibungsunterlagen und dann eben bereits ein festes Schema, das hier für die Evaluationsteams eben herangezogen werden kann. Und hier ist die Gefahr eben limitiert, dass sich in der Bewertung die Noten sich um die Note 3 exemplarisch herumbewegen oder um die 500 von 1000 Punkten, weil eben hier entsprechend die Überfüllung insbesondere bewertet werden kann. Und das ist eben wichtig, dass das bereits in der Definition der Beschaffung ein Thema ist, sodass sich das Evaluationsteam hier auch entsprechend darauf einstellen kann und auch die Anbieter hier das Vorgehen auch kennen und auch nachvollziehen können. Ja, und damit komme ich schon zur Zusammenfassung meines Vortrags, die Wege zur konsistenten und differenzierenden Qualitätsbewertung. Was braucht es in drei Punkten? Es braucht eine aktive Führung des Beschaffungsprozesses, und zwar von der Definition bis zur Evaluation und zum Vertragsabschluss. Das kann getrieben sein durch die Beschaffungsstelle, ein erfahrener Einkäufer beispielsweise. Das kann genauso getrieben sein und geführt sein durch die Bedarfsstelle, ein erfahrener Projektleiter, exemplarisch ein Team. Das kann aber natürlich auch mit einer externen Unterstützung hier
herbeigeführt werden. Wichtig ist einfach, dass von A bis Z diese aktive Führung inklusive der Bewertung eben erfolgt. Als zweiten Punkt die Auswahl und Umsetzung passender Bewertungsmethoden. Hier gibt es ein großes Spektrum und hier gilt es einfach, dass auf den Beschaffungsgegenstand passende Bewertungsverfahren, die Bewertungsmethode eben auszuwählen und ganz wichtig, nicht nur anzuwenden, sondern wirklich umzusetzen. Das bezieht sich auch wieder auf den ersten Punkt, das Thema Führung im Beschaffungsprozess. Und letzter Punkt, ja, eine Zusammenstellung eines routinierten, diversen Bewertungsteams, was eben genau diese Fallstricke, die ich ausgeführt habe, kennt, entweder aus eigener Erfahrung oder eben aus, ja, mindestens mal aus der Theorie, aus der Fachtheorie, sodass hier wirklich, ja, die Offerten, die Angebote hier auch wirklich differenzierend evaluiert werden können und auch die Verträge schließlich abgeschlossen werden können. Ja, somit komme ich zum Schluss meines Vortrags. Danke für die Zeit, für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn jetzt Fragen zum Vortrag vorhanden sind. Vielen Dank. Sind Fragen? Also ich habe eine Frage zu Zuschlagskriterien, also zum Beispiel größeren Zuschlagskriterien, wie Sie die bewerten, zum Beispiel ein Lösungskonzept, oder? Machen Sie das oder tun Sie das in weitere Kriterien unterteilen? Wie bewerten Sie so ein großes Kriterium? Also das hängt natürlich ab vom Design der Beschaffung. In der Regel empfehlen wir, hier einfach nicht zu granular vorzugehen, noch zusätzlich 20 Subkriterien zu definieren, die ebenfalls benotet, bepunktet werden, sondern eher je Qualitätskriterium, hängt von der Größe der Beschaffung natürlich ab, aber in der Regel das einfach eher summarisch zu bewerten und hier mit dem Evaluationsteam gemeinsam einen Konsens zu arbeiten. Das ist eigentlich der Vorschlag, den wir einem Team geben. Vielen Dank. Noch weitere Fragen? Habt ihr auch schon mit Qualitätsbewertungsformeln gearbeitet, um diese Spreizung im Nachgang herbeizuführen? Es gibt unterschiedlichste Bewertungssysteme, Quotientenmethode nur als ein, nochmal komplett anderes Methode genannt. Wir orientieren uns an den Best-Practice-Fällen, die wir Kunden in der Regel haben und bringen uns unsere Inputs ein. Auch das ist ein Thema, was wir mitunter anwenden. Wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Ja, also mir geht es darum, wenn wir solche Bewertungen haben, eben gerade wenn wir viele Kriterien vielleicht haben, dann haben wir diese Durchschnittsnote. Nehmen wir Anbieter an, A hat dann irgendwie Durchschnittsnote 3,8 und das ist das beste Angebot, bewertet von den Qualitätskriterien her. Und Anbieter B hat das schlechteste Angebot und ist mit 3,1, fällt es massiv ab im, ich sage jetzt in der subjektiven Beurteilung, auch objektiv, aber eben in der Note halt nicht so. Und dann gibt es auch Modelle, dass man dann mit Qualitätsbewertungsformeln diese Streuung hinkriegt, dass man zum Beispiel dem besten Anbieter die volle Punktzahl gibt und dann abfallend, je nachdem, wie groß die Differenz dazu ist, dann weniger. Aber leider ist das, macht es die Beschaffung nicht transparenter und einfacher zu verstehen. Aber es ist dann vielleicht zielführender, wenn man solche Formeln einführt. Ja, also das ist definitiv so. Allerdings ist das immer die Balance zwischen Komplexität und Anwendbarkeit. Drum wenden wir das nicht oft an, aber die Option besteht natürlich. Und gerade in routinierten Evaluationsteams und vielleicht auch in Ausschreibungen, wo auch die Anbieterseite einen gewissen Effort auch bereit ist zu geben, da ist das natürlich eine
ein guter Ansatz, der sicherlich auch Sinn machen kann. Danke. Danke für die Beantwortung. Dann würde ich, gibt es vielleicht noch eine kleine Frage? Oder sonst würde ich sagen, schließen wir hier ab. Herzlichen Dank für die Beantwortung, für die spannenden Referate und